Willkommen, Genossen, macht zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2. Tatsächlich auf einem, in einem Offline-Modus, denn die Acer sind gerade irgendwie down, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, was da los ist. Und heute geht es um die 9. Folge der 3. Staffel The Bad Batch, die Vorboten. Dementsprechend wird es hier zu Spoilern kommen. Ich muss sagen, irgendwie der Hype von mir, von The Bad Batch, ist für mich weggegangen. Ich hatte zuerst gar keine Lust auf die Folge. Also ich musste gegen mich ankämpfen, dass ich überhaupt die Folge starte. Und zum Glück wurde ich eines Besseren belehrt. Und die Folge hat sich herausgestellt als eine ganz coole Folge, denn Ventress kam vor. Offensichtlich da viele Fragen natürlich auftauchen. Wieso lebt sie? Wie hat sie überlebt? Wie ist sie zu diesem Punkt gekommen, dass sie für Fennec Shand arbeitet? Denn Fennec Shand hat sie geschickt zu dem The Bad Batch, damit sie ihn über das M-Wert aufklären kann. Über den M-Wert aufklären kann. Gut, ich kann kein Deutsch, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Und sie erklärt ihnen das auch direkt, dass es natürlich, wie schon erwartet, mit dem Midi-Chlorianer-Wert zu tun hat. Und testet auch Omega daraufhin. Denn sie ist ja der machtsensitive Klon angeblich. Wo sie macht so verschiedene Jedi-Tricks, Jedi-Übungen, um das herauszufinden. Zum Beispiel auf einem Boot, sie fahren mit einem Boot raus aufs Wasser und testen das mit den Fischen, wollen sie ja so mit der Macht heraufbeschwören, sag ich jetzt mal. Bei Omega klappt das auch nicht und da ist auch ein sehr lustiger Moment, finde ich. Als weil Wrecker und die anderen, die vertrauen die erstmal nicht, weil Ventress war ja eine Assassine für die Separatisten, für eine lange Zeit sogar. Und sie beobachten sie die ganze Zeit, haben so ein Auge auf sie geworfen. Und Wrecker beobachtet sie dann mit so einem Fernglas auf so einer höheren Distanz und Ventress sieht das dann direkt, schaut ihn so böse an. Und Wrecker schreckt sich dann so ein bisschen, das fand ich sehr lustig. Und Omega schafft es natürlich erstmal nicht, weil sie hat halt gar keine Übung mit der Macht oder sowas. Und schafft es nicht, dann Ventress führt ihr das vor, beschwört richtig viele Fische, ohne das Boba Fett. Und außerdem beschwört sie auch so einen riesigen Fisch, so einen Monsterfisch. Dann wie so oft, das fand ich eher nicht so stark, kämpft die Bad Batch gegen ein Monster. Quält das 15. Mal in dieser Staffel, aber was soll's. Natürlich, Ventress hilft ihnen dann und gewinnt sozusagen das Vertrauen der Bad Batch. Was sehr cool war. Alles am Ende wieder eine gute Folge. Schwacher Start, muss ich sagen, weil am Anfang dachte ich auch, das wäre wieder so eine Zwischendurchfolge, so eine ruhigere Folge, dass sie so eine Höhle erkunden, weil Omega geht in diese Höhle rein am Anfang und dann kommt halt Ventress auf und dann ändert sich die Folge rasant und wird zu einer sehr coolen Folge. Jetzt fehlen natürlich nur noch Antworten, wie Ventress überhaupt hingekommen ist und wie sie überhaupt überlebt hat. Das möchte ich auf jeden Fall noch erfahren in den nächsten Folgen, ansonsten hat mir die sehr gut gefallen. Und schreibt natürlich wie immer in den Kommentaren, wie ihr die Folge haltet und was ihr noch von den restlichen erwartet. Das war's dann von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.